Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, unserem Weihnachtsringkrieg, kann man ja fast so nennen, weil wir traditionell jedes Weihnachten einen Ringkrieg starten. Ich sehe gerade, die Cam ist noch nicht ganz richtig verschoben, das mache ich gleich. Zuerst einmal, worum geht's? Ja, wir machen wie immer einen traditionellen Ringkrieg. Wir haben jetzt eine halbe Stunde überlegt, wie wir die Startpunkte setzen. Das ist halt ziemlich bescheiden, weil es doch ziemlich unfair ist. Wir spielen auch wieder mit zwei NPCs auf schwer. Wir haben uns jetzt dafür entschieden. Das heißt aber allerdings, dass ich ein klein wenig im Vorteil bin hier unten in der Ecke. Naja gut, ich spiele dafür nicht ganz so oft. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. So. Alles gut, da hast du ja auch das letzte Mal mit verloren gehabt. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, gut, kriegst du da halt auch einen kleinen Vorteil. Genau, genau. Deswegen setzen wir auch das Handicap von dir auf 90%, damit es auch richtig... Genau. Nee, ja, alles gut. Genau. Ansonsten noch ganz kurz die Regeln angeschnitten. Wir haben Ringhelden, wir haben eigene Helden, ist alles beides drin. Ansonsten den Rest lassen wir auf Standard. Automatisch berechnen und Realtime-Strategie, das ist natürlich drin, weil wir zwei NPCs drin haben. Die gehen nur auf automatisch berechnen, wenn da kein Spieler mit drin ist. Leider. Ansonsten wie beim letzten Mal, lügen wir einfach los. Armee zufällig, Held zufällig und zufällig auf bereit gedrückt. Genau das wollte ich sagen. Gut, alles dann ist zufällig. Gehen wir mal aufspielen. Bing, bing, bing. Bing, 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 bing. Es geht los. Ja. Bin ganz gespannt. Ich auch. Bing. Oh Gott. So, wollen wir das eigentlich, das hatten wir noch gar nicht mehr. Natürlich habe ich wieder die Rasse, die ich überhaupt nicht mag. Jetzt weißt du schon, wen ich habe. Und du weißt, natürlich hast du genau die Konterrasse dafür. Ja, okay, dann hat sich der Vorteil wenigstens ein bisschen ausgeglichen. Warte mal, jetzt muss ich mir einmal überlegen. So ein Kack. Naja, minimiere mal ganz kurz das Spiel. Also nicht wundern, ich muss mal hier. Wer ist denn mein Verbündeter? Ja. Grün müsste deiner sein, glaube ich. Du siehst ja auch deine Dinge, da müsste direkt neben dir sitzen. Ach so, ja, na gut, okay, gut. Ich hätte gedacht, gelb ist mein Verbündeter. Ach so, nee, stimmt, ja, okay, gut, da habe ich mich vermacht. Wir können es auch nochmal ändern und dann fangen wir mit Geld an. Okay, alles gut. Alles klar, okay. So sei es. Oh, du hast halt natürlich mit den Fellbässchen, hast du halt natürlich Vorteile, ne? Naja, dafür, aber nur am Anfang, wenn du dann mit deinen Bogenschützen kommst, ist der Fellbässchen-Vorteil weg, ne? Also wenn du stimmt, tatsächlich, ja, da hast du recht. Weil, wie gesagt, Mordor ist eigentlich bei normalen Schlachten, also kann man ja wirklich so sagen, ich habe hier Mordor und bei normalen Schlachten Mordor gegen Elben, wenn sich der eine nicht ganz doof anstellt, gewinnen definitiv die Elben. Aber, ja gut, ist halt so. Es gehört mit dazu. So, muss man ja mal so sagen. Das einfach so. Stimmt. Mhm. Ja, das ist fein. Das war zu meiner Frau. Die Frage ist natürlich, wie verteile ich jetzt meine Armeen und wie mache ich das? Achso, was ich fragen wollte, die Frage genau, wollen wir uns muten oder wollen wir das lassen? Könnte es ja jetzt momentan erstmal in der ersten Runde, würde ich, können wir das lassen. Das macht ja jetzt gerade noch nicht so viel Sinn. Da irgendwie taktisch irgendwelche Sachen zu machen, später dann vielleicht auf jeden Fall ganz genau. Gerne. Gegebenenfalls kann man es ja, wie gesagt, wir haben es ja auch bei diversen Gefechten mittlerweile ausprobiert, deswegen steht das im Raum, dass man sagt, ja, okay, wir könnten sagen, dieses und jenes und hast du nicht gesehen und das ist immer noch nicht richtig positioniert hier. Was ist? Einen Augenblick, Leute, ich schiebe nur die Cam vernünftig hin. So. So, komm. Macht da gut, okay. Gut, dann Phase beenden. Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich muss noch, ich überlege noch, was ich wohin baue. Einerseits braucht man ja das und andererseits muss ich das doch mal sein. Der Daki hat mich da schon beraten, nachdem ich ihm gesagt habe, ja, wir machen Ringkrieg. Weil er gefragt hat, ob wir eventuell Remnant aufnehmen. Nee, heute noch nicht, aber wir machen eventuell einen Ringkrieg. Und der Daki hat mich beraten, wo ich was bauen soll. Allerdings weiche ich hier mal ganz kurz davon ab. Aus Gründen. So. Okay. Ich würde sagen, das müsste eigentlich auch reichen. So extrem taktisch ist die erste Runde nicht. Nee, also da sollte nicht so viel passieren. Jo. Türe. Türe. Wartet auf Spieler, um Schlachten zu berechnen. Was? Türe. Was? Ja. Nein, wir müssen nochmal anfangen. Warum? Weil du offensichtlich... Oder musst du nur das Feld auswählen? Ich muss nur das Feld auswählen. Gut, da gilt natürlich wieder die Regel, wie beim letzten Mal. Es wird abwechselnd gewählt, ne? Also der eine will das Feld und der andere das. Ich nehme jetzt hier das Gebiet hier, nehme ich.
Und das Gebiet bekommt ein NPC. War schon fast erschrocken, weil ich dachte, ich habe doch extra Teams eingestellt gehabt. Das ist. Nee, alles gut. Ist ja alles in Ordnung. Okay. Auf jeden Fall. Weil ich dachte, hey, Schlacht kann ja nur du sein eigentlich. So, okay. Gut, soweit, okay. Dann würde ich sagen, machen wir einfach eiskalt weiter und schauen, wie weit wir vorankommen und überhaupt. Und hast du nicht gesehen und die Welt geht unter, wenn das Blaubeerkuchenfeld weg ist. Was? Hä? Was talkst du da, Junge? Ja, Blaubeerkuchen halt. So, du kennst mich doch. Ein wenig Wahnsinn ist niemals verkehrt. Ich merke das schon. Ja. Das ist Wahnsinn. Warum fährst du mit mir nach Kölle? Kölle. Genau. Heute mach ich dem Dü die Hölle heiß. Boah, ich bin ja ein guter Sänger, ne? Total, auf jeden Fall. Ne? Total schief. Okay, ich glück mal auf Phase beenden. Ich glaube, ich habe alles. Ich darf nur nichts vergessen. Aber wie gesagt, die ersten Runden sind ja noch nicht wirklich viel dabei. Alle Armeen bewegt. Weiter geht's. Achso, ich wollte mal gucken, was dein Gegner eigentlich an Leuten hat. Ist der auch? Der hat natürlich die Zwerge, wie deine. Ah, das Zwerge ist okay. Gegen Zwerge halt auf jeden Fall. Genau. Ne? Dann, also gute Zwerge gegen böse Zwerge. Mhm. Ich bin natürlich der gute Mordor und du bist die Bösen. Steht sich von selbst. So, okay. Oh, ja, genau. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Das ist schon mal eine gute Sache, denke ich auch. Den nehmen wir hier hin. Den nehmen wir hier hin. Den nehmen wir hier hin. Hier bauen wir mal. Und das hier. Hier bauen wir mal. Das okay. Hier. Du hast sicher schon alles gebaut, was? Hier bauen wir ja, mal doch, das ich hier. Bin soweit. Schon soweit ready. Das ist hier. Okay. Habe, ich. Das ist gut. Da freue ich mich für dich. Ja. Ein bisschen. Ich glaube, ich muss noch einen bauen. Nein, baue ich hier nochmal. Ich habe schon alles gebaut. Okay. Das sieht gut aus. Vom Bauen her. Und da freue ich mich ein bisschen. Meine Phase habe ich schon bereits erfolgreich beendet. Gut, dann warte ich einfach hier so lange, bis deine Phase wieder anfängt. Das ist nicht eine gute Idee. Hat sie denn schon angefangen? Wer weiß. Sagte Achselschweiß. Achselschweiß. Der oh, ist gerne ganz. Und jetzt muss ich mal eine Frage stellen: War der Hexenkönig auch eine Fellbestie an sich? Oder ja, der kann auch absteigen. Aber wie gesagt, der hat auch eine Fellbestie. Also der reitet also standardmäßig auch eine Fellbestie. Auch ein Drache. Ja. Ja, okay. Nee, kein Drache, ein Fellbestie. Drachen sind ja was anderes irgendwie. Warum auch immer. Ja. So. Ich sollte mal hier, genau. Okay. Nur aber. Natürlich toll. So. Gut, mach mal einfach weiter. Ganz eiskalt. Da kenne ich gar nichts. Du. Ganz geil, ganz eiskalt macht er weiter. Einfach so. So bin ich. Ohne mit der Wimper zu zucken. Naja, vielleicht doch ein bisschen. Aber nicht viel. Die hatte ich ja schon bewegt. Schade, aber ja, nicht zu ändern. Ja. Ja. Alles schwierig hier. Schwierig.
Schwierig, schwierig, trollololololo. Bald, da geht der Dü aufs Klo. So, jetzt gucke ich nochmal alles durch, damit ich auch ja keine Scheiße baue. Ihr wisst ja, wie schnell das bei mir funktioniert. Hä, ich kann das gar nicht anklicken. Mich? Jetzt kann ich wieder was anklicken, okay. Da weiß ich nicht. Okay, es war gerade tatsächlich echt buggy, okay, cool. Ja, muss auch mal sein. So, okay. Na dann. Den habe ich gezogen. Nochmal alles kontrollieren, ich bin sonst doof. Okay, also wenn. Ach, du ist noch nicht so weit. Okay. Ja, Phase beenden. So, und damit geht's heute ins erste Match. Oh mein Gott! Wir haben Kenny getötet. Nee, wenn wir gemeinsam, dann machen wir kein automatisches Gefecht. War doch schon immer so. Na gut, okay. Okay, dann gehen wir da in Echtzeit rein, Junge. Ja, echt, jetzt. Echt Zeit. Mal gucken, welche Rasse du hast. Ich bin schon ganz gespannt. Bin auch gespannt, auf jeden Fall. Okay. Ja, so, gut, dann mute ich mich auf jeden Fall. Achso, nein, das geht ja gar nicht. Ich kann mich eh nicht muten, die erste Folge, weil das in Discord nicht eingestellt ist. Achso, na, ich könnte. Ich habe ja hier meine Stream-App und so. Aber dann lasse ich mich auch entmutet. Dann machen wir das halt so. Das kriegen wir schon hin irgendwie. So. Nö. So, ich werde jetzt dahin gehen, dann ganz oben rechts in die Ecke gehe ich und werde da gucken, ob der da Dü ist. Oder gehe ich oben links in die Ecke? Das darf ich ja nicht verraten. Vielleicht schlauer, wenn ich nicht verrate. Wir wären dann fertig. Oh mein Gott, sie haben Kenny getötet. Sind Sie das? Ist das der Feind? So ist es nämlich. Hier gibt es immer Arbeit. Ihr wisst, was zu tun ist. Ah. Ich lebe, weil ich der Villain bin. Ich lebe, weil ich der Black Mask bin. Was sollen wir tun? Sind gefährlich. Der Black Mask. Der Black. Der ist schon bald ganz weg. Der Black. Der Haradrim-Palast ist bereit. Der Black. Der Black ist weg. Hey, Blackie, ho, Blackie, ho, Blackie, immer weg. Black. Blackie, Black. Ja, sehr, sehr spannende Gespräche heute, ne? Aber das gehört halt dazu, ne? Wir wollen beide gewinnen. Wollen beide nicht verlieren. Deswegen wollen wir ja auch beide gewinnen. Was? Klein wenig logisches. Türe. Hier sind auch ein paar Fahne gestoßen. Das neue Gebäude ist fertig. Rund im Tal, ja, da wohnt der kleine Otto. Hier gibt es immer Arbeit. Der Otti macht Hundelehidi. Ist das der Feind? Hundelehidi. Wir haben die Augengrube ausgehoben. Der Feind ergreift an! Arbeitet an eurer Einstellung! Baut! Wir werden bald fertig! Das ist das Lager des Feindes! Schieb den Karren! Der wimmelt es von Feinden! Warum geht der nicht weg? Der Sack!
schieb den Karren! Beeilung, ihr Schnecken! So, okay. Das war ja blöd. Ach, come on, das gibt's doch nicht. Puh. Ha. Haltet euer Na, du willst. Was machst du denn hier? Wir haben viel zu tun. Arbeitet an eurer Einstellung. Macht dich nützlich. Hm. Was? Baut! Da ist ihr Lager. Wir haben den Feind gefunden. Nein, nein, nein. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Das Gebäude ist fertig. Der Feind. So, wo geht der hin? Oh, ist ja. Ja, Glückwunsch. Das sollte der eigentlich nicht machen, dahin rennen. Aber na gut. Ist halt wie es ist. Sind hier. Menschen des Ostens. So, da habe ich wenigstens ein bisschen Zeit, mich auf andere Sachen zu konzentrieren. Marschiert. So. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Genau. Das war alles so geplant. Sie greifen an! Gut, zurück an die Arbeit. Ihr wisst, was zu tun ist, was? Baut! Die Ostringe sind hier. Wir kämpfen für Mordor. Speere bereit. Vorwärts los. Macht euch bereit. Erobert das Land. Mein Mikro mal ein anders hin tun. Das war jetzt gerade äußerst ungünstig positioniert. Aber ja, gut, okay. Das gehört halt auch dazu. Das neue Gebäude ist fertig. Ja, auch das sind Sie das? Sein. Ist das der Feind? Speere bereit. Die Ostringe sind hier. Ostringe, das Gebäude ist fertig. So. Ich weiß. Arms, mach dich nützlich. Wir kämpfen für Mordor. Vorwärts. Vorwärts, los. Soldaten. Erobert es für Sauron! Noch ein Gebäude fertiggestellt! Viel zu tun! Komm schon, Baumeister, es gibt Arbeit zu tun! Arbeiter! Da ist das mit euch hier die Arbeit! Baut! Macht, was euch befohlen wird! Wir haben das Gebäude! Macht euch bereit! Hier entlang! Die Ork-Bogenschützen sind da! Das neue Gebäude ist fertig. Speere bereit. Jetzt vorwärts. Und im Tal, ja, da wohnt der kleine Ottili. Ja, schickt uns frische Orks. Aha, ein Enting. Enten gut, alles gut. Enten gut, alles gut. Wieder mit Oder dem auch Westen. Nicht. Wie man es nimmt. Vorwärts, los! Wie man es nimmt, ne? Ich glaube, ich rieche den Feind. Beeilt euch! Seid ihr bereit? Ihr wimmelt es von Feinden. Treibt die Trolle in den Kelpie hier. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen. Ein Treibt die Olifanten in den Pferd hier. Ja, und ich würde sagen, wir beenden einmal die Folge hier an der Stelle. Was willst du das jetzt schon machen? Willst du das wirklich machen? Ich will das wirklich machen. Warum? Arbeitet an eurer Schämst du dich nicht? Nee, na gut, wir machen das jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann eben wieder. Lasst ein Däumchen da. Am besten nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Verfolgt sie!